Also, heute sind wir in der Tierpfleger-Katzenabteilung. Das ist die Tanja. Und die Tanja wird uns heute ein paar Fragen beantworten zur aktuellen Arbeitssituation in der Corona-Krise. Hallo Tanja. Hallo. Servus. Naja, es ist jetzt da so, normalerweise sind wir ja mindestens zu viert, meistens zu fünft bei den Katzen. Wir haben ja eine große Quarantäne, zwei Krankenstationen, die Vergabe und die Zimmer mit den Freigängerkatzen. Mhm. Momentan sind wir da eigentlich jetzt nur zu zweit, beziehungsweise ganz selten zu dritt. Was natürlich schon bedeutet, dass wir bei weitem mehr Arbeit machen müssen. Normalerweise hat jeder seinen Bereich, anfangen diese Zimmer eben. Jetzt müssen wir halt mehrere übernehmen. Ist natürlich schon mehr Arbeit, klarerweise. Momentan haben wir das Glück, dass in der Quarantäne nicht so viel los ist. Wenn da jetzt auch wirklich alle Zimmer komplett belegt wären, wäre das zu zweit eigentlich kaum zum Schaffen in der normalen Arbeitszeit. Momentan geht es eigentlich. Man muss sich das halt ein bisschen anders aufteilen und dann funktioniert das ganz gut. Und eine Sache, was sich noch verändert hat, ist eben die Vergabe an sich. Normalerweise ist es ja so, dass wir Vergabezeiten haben, wo die Leute ohne Voranmeldung kommen können. Falls sie jetzt da wirklich ein konkretes Interesse an einem Tier haben, an irgendeinem speziellen, was sie vielleicht schon auf der Website gesehen haben, oder sie einfach einmal informieren wollen, unverbindlich. Sie haben einfach herkommen können, sich gerne die Katzen anschauen können in Begleitung von einem Pfleger oder von der Kollegin, was draußen die Vergabe macht. Das ist jetzt natürlich nicht mehr so, weil eben die Besucher nicht mehr unangemeldet einfach bei uns hinten vorbeischauen können. Das bedeutet, dass die Leute wirklich schon ein konkretes Interesse an einer Katze haben müssen, sich bei uns melden müssen wegen einem Termin. Es wird dann normalerweise auch vorab schon sehr genau geklärt, was die Leute gern haben würden. Ob sie eben vielleicht auf der Website schon irgendeine Katze gesehen haben, was sie meinen, die würde zu uns passen. Und eben auch, dass wir, was die Vergabe machen, vorher schon ein bisschen aussortieren können, welche Katze würde vielleicht passen, welche nicht. Einfach, weil wir nicht 10 Katzen nach vorne bringen können, dass die Leute sich das anschauen können, klarerweise, sondern wirklich, dass wir schon vorab eine Auswahl treffen und dann das vielleicht auf eine oder zwei Katzen maximal beschränken. Das ist natürlich schon eine große Veränderung. Und wie gesagt, es ist leider halt auch für die Tiere um einiges stressiger. Bei denen, was wirklich zutraulich und lieb sind, die meisten von denen freuen sich ja, dass sie mal, wenn sie sehen und dass sie zum Schmusen kommen. Aber bei den Scheueren ist das halt wirklich eine zusätzliche Stresssituation, was eben leider nicht so toll ist momentan. Ob jetzt da mehr oder weniger Katzen vergeben werden, kann ich ehrlich gesagt ganz schwer einschätzen. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass viele Leute jetzt da Interesse an Scheuenkatzen haben, was eher ungewöhnlich ist. Vielleicht kommt es daher, dass die Leute jetzt dafür daheim sind und Zeit haben und sich ihrer Aufgabe widmen wollen. Andererseits bin ich natürlich persönlich auch sehr froh, dass es mit der Vergabe trotzdem weitergeht, weil wir momentan so viele liebe Katzen da. Dass der auch noch eine Chance kriegt, trotz dem Ganzen. Das Einzige, was jetzt seitens Vergabe momentan wirklich ein bisschen blöd ist, ist eben, dass wir die Leute nicht nach hinten zu den Katzen holen können, sondern die Katzen nach vorne bringen. Ist vor allem bei den ängstlicheren Katzen natürlich eher ungut, weil die oft im Käfig die liebsten Viecher sind, aber natürlich in der Transportbox vorne im Stress, weil die fremden Leute dann oft ein Verhalten zeigen, wie sie eigentlich gar nicht wirklich sind. Und dadurch wird vielleicht manchen die Chance ein bisschen verbaut. Es hat seine Vor- und seine Nachteile. Nein, also da habe ich noch gar nichts gemerkt. Wir haben jetzt da absolut keine Babys oder überhaupt junge Katzen. Mhm. Findlinge sowieso keine kleinen. Ich warte eigentlich nur darauf, dass es losgeht. Ich hoffe, dass es nicht zu extrem wird, aber es wird sicher kommen. Vielleicht ein bisschen verspätet, aber ich werde es wegkommen. Also wir haben genug Platz, falls der Ansturm kommt. Wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht so extrem wird, aber im Notfall ist es zu hinten.